Es ist geschafft, Leute. Wir haben den 6. Orden aus der Sinnoh-Region, den Minenorden. Ich freue mich, Mann. Ist das nicht cool? Oh, Marcel, du hast den Ehrenleiter wirklich besiegt. Gut gemacht. Das ist dein 6. Orden, oder? Du entwickelst dich wirklich zu einem fabelhaften Trainer. Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass du der nächste Champ werden willst, also, nun, ich würde dich bestimmt nicht auslachen. Meine Unterstützung ist dir sicher. Oh, danke schön. Oh, Leute, schön, dass ich eure Unterstützung wieder habe, weil ihr heute wieder eingeschaltet habt. Oh, oh. Barry? Hey, das ist ja der Minenorden. Reife Leistung. So stark wie du bist, könntest du ebenfalls mit dem Gedanken spielen, Champ zu werden. Auch du bist schon der Zweite, der das sagt. Auch wenn du natürlich kaum eine Chance hast, es tatsächlich zu werden. Schließlich bin ich ja stärker als du. Aber egal, los Marcel, komm mit in die Bibliothek. Ich will meine Pokémon erstmal heilen, okay, Barry? Darf ich das mal schnell machen? Ich hab doch schon da viel rumgeguckt in der Biblio. War schon cool mit den ganzen Mythen aus Sinnoh und so weiter. Das hab ich alles schon gesehen. Ich hab sie checkt. So, ey, dieser Stalos, ne? Mit seinen komischen Donnerzahn und so weiter. Das war schon nicht cool. Und sein Erdbeben natürlich auch. Das war. Ja, hab ich mir nicht drauf geachtet. Egal. Welche Pokémon nehmen wir denn mal wieder nach vorne? Auch eigentlich Empoleon, klar. Bleib du mal wieder nach vorne. Jetzt auf dem Weg zum 7. Orden, Leute, müsste ich mir das 5. Pokémon-Teammitglied holen können. Ah, da freue ich mich auch schon. Mal gucken, wie lange das noch dauert. So, wo ist denn jetzt hier? Barry. Barry? Wo ist er denn? Kleiner, hast du Barry gesehen? Kleiner? Der ist Barry. Ja, okay, sorry. Der echt jetzt nach oben, ne? Habe ich doch schon alle gelesen. Oh, hey Marcel, hier geht's lang, Mann. Ja, doch schon. Ja, doch schon. So, okay. Oh. Also, Opi. Alles klar? Gut, Opi. Ich habe Marcel hergebracht. Wie versprochen. Und nun bin ich auch schon wieder weg. Professor Eibe, ey, was so. Okay, ich verstehe schon. Okay, ich verstehe schon. Ich soll hier bleiben, ja? Gut. Endlich sind alle hier. Dann schenkt mir mal bitte eure volle Aufmerksamkeit. Womöglich habt ihr es längst wieder vergessen, aber wie ich euch gegenüber erwähnt hatte, erforsche ich die Entwicklung von Pokémon. Ich habe immer meinen kleinen Koffer dabei. Doch je länger ich forsche, desto mehr Fragen und Rätsel kommen auf. Pokémon, die sie entwickeln und solche, die es nicht tun. Oder noch nicht. Was unterscheidet sie voneinander? Entwickeln sich jene, die als Lebewesen nicht ausgereift sind zu ihrer vollständigen Form? Und was ist dann mit den legendären Pokémon, die sich bekanntlich nicht entwickeln? Müssen wir annehmen, dass diese Pokémon quasi vollkommen sind? Genau hier kommt ihr ins Spiel. Ich hätte da nämlich eine Bitte an euch. An jedem der drei Seen von Sinnoh soll jeweils ein sagenumwobenes Pokémon leben. Wenn wir Daten zu diesen Pokémon sammeln könnten, würde uns das vielleicht Aufschluss über den Prozess der Entwicklung geben. Doch bei diesem Unterfangen bin ich auf die Hilfe von jedem einzelnen von euch angewiesen. Bitte helft mir, die sagenumwobenen Pokémon zu finden. Hey, Moment mal, wieso hab ich denn keinen Pokédex, hä? Ja, wer ist denn bitte schön aus dem Labor gerannt, als wäre eine Herde Tauros hinter ihm her, bevor ich ihm einen Pokédex geben konnte? Du kleiner Pisser! Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es mindestens genauso wichtig, Pokémon mit seinen eigenen Augen zu sehen. Sie können auf mich zählen, Professor. Das wird bestimmt auch bei der Vervollständigung des Pokédex helfen. Du bist doch auch mit von der Partie, oder Marcel? Klar. Dass ihr mir helfen würdet, stand eigentlich auch gar nicht zur Debatte, aber egal. Da es drei Seen gibt und ihr praktischerweise zu dritt seid, solltet ihr euch aufteilen, damit sich jeder einen See vornehmen kann. Lucia, du begibst dich bitte zum See der Wahrheit. Wird gemacht. Barry, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blitzach. Da der Weg dorthin kein Spaziergang ist, kann ich nur einen starken Gegner damit beauftragen. Ja sicher. Opi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt eben, dass ich der Beste bin. Und so bleibt für Marcel nur noch der See der Kühnheit. Der lächerlichste See von allen. Wenn ich mich nicht irre, liegt er zwischen Schleide und Weideburg. Boah, was zur Hölle? Ist es vorbei? Seid ihr alle unverletzt? Da muss kurz der Bildschirm hier wackeln. Wieso? Lass uns noch draußen gehen, aber seid ja vorsichtig. Wer weiß, in welchem Zustand sich die Stadt befindet. Wieso? Einfach so ein Erdbeben? Vielleicht war das bloß der Stalos. Beeil dich, Marcel, Mann. Doch bitte sei vorsichtig, es könnte immer noch ein Nachbeben geben. Einfach so ein Erdbeben? Also, aber... Kleiner, was hast du denn mitgekriegt? Ich habe mir sofort das Buch so Überleben sie Katastrophen mir ausgeliehen. Ist ja geil, dass die gleich darauf reagieren. Was war das denn für ein Erdbeben, Mann? Da bitte ich extra alle, mich nicht beim Lesen zu stören und dann ruckelt und bebt es hier. So kann man sich einfach nicht in sein Buch vertiefen, Mensch. Was soll denn der Scheiß? Ja, das stimmt aber.
So, ist wieder Team Galaktik dahinter oder was? Stecken die dahinter? Hm, dieses Beben gerade, das hatte keine natürliche Ursache. Hallo, wer zur Hölle? Hört mal her, etwas Schreckliches ist passiert. Am See der Kühnheit soll es zu einer gewaltigen Explosion gekommen sein. Kawumm, hat's einfach so ungefähr. Na, haut wieder ab. Uppi, ich mach mich jetzt auf den See, zum See der Stärke, ja? Ich hab da nämlich irgendwie ein ungutes Gefühl. Vielleicht explodiert da auch noch gleich irgendwas. Mensch, dieser Barry, dass er auch immer so hibbelig sein muss. Doch zurück zum Thema, Marcel. Ich mache mir große Sorgen wegen des Vorfalls am See der Kühnheit. Aber leider habe ich keine Ahnung, was dort genau vor sich geht. Daher musst du es für mich herausfinden. Doch unternimm bitte nichts, was dir gefährlich werden könnte, hörst du? Wir werden dazu stoßen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Du wirst es ja sicher packen, Marcel, nicht wahr? Mach ich. Wie sehen wir rumstehen? Was mag nur am See der Kühne vorgefallen sein? Du musst es herausfinden, klar. Doch unternimm bitte nichts, was böse sein könnte. Wir helfen dir. Später. Wir gehen zuerst zum See der Wahrheit. Was auch geschieht, übernimm dich bitte nicht. Der macht nichts Unüberlegtes. Auf keinen Fall. Also ich mal eins kurz auf die Karte und mal gucken. Wo war jetzt hier der See der Kühnheit? Ist er bestimmt auch markiert? Ah ja, hier. Ja. Kühnheitsufer. Also der andere See ist ja halt wirklich hier. Wahrheitsufer. Und das andere... Ach, ist hier oben. Da ist Stärkeufer, da ist Barry unterwegs, da will ich ja auch hin. Da müsste ich mit Stärke jetzt halt durch den Berg, müsste ich da auch hinkommen. Aber anscheinend haben wir erstmal noch eine andere Aufgabe zu erledigen. So, trotzdem würde ich auch vorher nochmal zur Eiseninsel, falls sie das überhaupt noch geht. Nimm mal gucken. Möchtest du in den See stechen? Ja, zur Eiseninsel. Ei, Ankerlichten. Weiß gar nicht, könnte auch so ein kleines optionales Gebiet sein. Alter, oh, richtig cool. Ein Traum. Yeah. Alter! Ist ja ein richtiges Speedboot. Die Eiseninsel. So, ja, das sieht, glaube ich, ist wirklich sehr optional. Die kann ja zum Glück Stärke einsetzen. Also müsst ihr doch alles machen können. Traummodi ist hochmotiviert. Ein Top-Ether gefunden. Sehr schön. Alter, wie krass das hier aussieht, die Farbe. Mal ganz kurz. Warum ist hier denn keiner? Kühlschrank plündern? Nee. Ja, bitte nicht. Könnt ihr auch mal im Fernsehen gucken, vielleicht erzählen die irgendwann über diese Explosion, die stattgefunden hat. In den Nachrichten. Okay, jetzt bin ich einfach hier. Was gab es denn nochmal hier? Auf dieser Insel, außer natürlich Trainer! Ja, auch an Orten wie diesen schlage ich gerne meine Zelte auf. Na und? Los, lass uns kämpfen, Mann! Wow, er rastet komplett aus. Joshua, der Camper der Höhlen. Alter, ein Luxio. Egal. Los, Empoleon! Das mach ich locker platt. Kein Problem. Bildrohr. Mann, warum hat denn immer gleich so Angst vor den kleinen Viechern? Blubberstrahl. Blub ihn weg. Blubstrahl wird irgendwann schön durch Hydropumpe ersetzt. So viel steht fest. Lalalala. Oh, Skunkapu? Na, sieht auch so putzig aus. Einfach putzig. Blubstrahl. Keine Chance. Ist echt nicht, ich hoffe, ich bin jetzt aber nicht zu früh hier. Eine Weg auch schon vor der Arena hätte hergehen können. Es ist bestimmt so was kleines Optionale. Vielleicht finden wir schöne Items. Ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. Ja, wer campt denn auch schon alleine in der Höhle? Was soll denn der Quatsch? So, okay, haben wir hier schon mal ein Item. Eine Eisenkugel. Okay, die war ja tatsächlich jetzt ja nicht so, ich mach mal kurz den Scanner an. Ich glaube, das ist auch nur wieder so, dass ein Pokémon einfach mega schwer ist. Oder Flug-Pokémon sind dadurch... am Boden gefesselt? Ich weiß es gar nicht, was Eisenkugel. Irgendwie war das auch. Ja, strategisch kann man das irgendwie nutzen. Okay, ist echt nichts. Ist hier denn nichts? Irgendwie an den Tonnen oder so. Und der eine Stein da, der sieht doch verdächtig aus. Ich gucke mal. Was sind das überhaupt für komische Fässer? Wird auf der Eiseninsel. Wird etwa radioaktiver Müll verbuddelt oder was? Alter, ein Georock rennt hier rum. Okay, das könnte man sich natürlich fangen. Ich habe ja einen Kleinstein. Warte, voller Zuversicht. Ey, das ist das erste Mal, dass wir so ein Vieh sehen. Okay, ich hab keinen Bock. Tschüss.
Ja, dann möchte ich gerne hier erstmal lieber alles erkunden. So, hier an dem Stein irgendwas. Ist hier irgendwas? Nö, hier kommt jetzt wieder alles so verdächtig aus. Und hier ist aber wirklich nichts. Und einfach gar nichts. Nö. Okay, lass ich mal das so klein oben rechts, dass ich immer mal wieder gucke. Dim, dasselbe Georock. Bam. Dim. Ja, Geo, was krieg ich halt leider eh nicht. Leider nicht. Wir können einfach mal aus Jux und Tollerei können wir mal einen Flottball werfen. Dann habe ich gewissen eine Entwicklung weniger. So, schuss, schuss, schuss. Ein Flottball. Irgendwie sind Flottbälle ein bisschen OP. Georock wurde gefangen. Ein neuer Eintrag für den Großen. Wenn es Abhängerruinen abrollt, verliert es dabei mitunter Körperteile, was ihn jedoch nichts ausmacht. Es verzehrt täglich eine Tonne Steine. Ja, er ist immer so übertrieben. In die PC-Box geschickt. Eine Tonne Steine am Tag. Er ist der ganze Planet schon weggefuttert. Weil wie viele Georocks gibt's denn bitte? Oder wachsen irgendwie die Steine immer wieder nach? Swing, swing. Nö. Okay, das war eine Seite des Tunnels. Das ist auch schon mal schön. Oh, das wäre cool, wenn der Sensor auch, wenn er oben rechts ist, einfach ausschlagen würde. Ich glaube, ich muss immer mindestens einmal rauf tippen. Sonst sieht man da nichts. Na? Liegt hier irgendwo was vergraben, was verbuddelt? Nö. Ich guck trotzdem immer nach. Ich will trotzdem immer gucken. Oh, da oben ist ein Item. Ja, da eine Sprühdose Superschutz. Okay, den brauche ich aber erstmal nicht. Oder hier kommen die Pokémon jetzt ja nicht so oft. Sagt er und wird leer angegriffen. Ein Onix. Geil, den muss ich auch haben. Einfach aus Prinzip. Aber einfach nur mit dem Flottball probieren. Zack. So, auch wenn ich natürlich leider diesmal keinen Stahlos haben werde in diesem Playthrough. Oh, naja. Schade. Hat Sandgrab. Oh. Alter, ganz schön fies. Was soll das denn? Den Sandgrab gefangen. So, dann kann ich ja mal gucken. Vielleicht hat er der Robustheit. Ne, weil den kann ich sowieso fangen. So, Wasserdüse. Komm, hab mal Robustheit. Kann ich dich fangen. Boom. Ja, geil. Weiter so. Übersteht die Attacke. Ja, brüllt mich an. Aua. Warte mal, ich weiß ja nicht, wegen Stahlos. Ich glaube sogar, war das nicht so, dass man ab der vierten Generation konnte man so ja wilde Stahlos irgendwann fangen. Also ich glaube jetzt nicht hier, glaube ich jetzt nicht. Und vielleicht so erst, wenn man alle 8 Orden oder sowas hat. Aber ab irgendeinem Punkt, glaube ich... Was zum... Alter, Onix wurde mit einem Superwurf gefangen. Habt ihr das gesehen? Einmal gewackelt und zack, fertig. Cool, das gefällt mir. Ich glaube in der vierten Generation konnte man Stahlos irgendwo fangen. Mal gucken. Bronzel versucht Sondersensor. Ja, okay. Die Attacke sieht ein bisschen lustig aus. Anstatt Gegenstoß. So, okay, dann zeig mal her, Onix. Boah! So, seht ihr, das ist kleiner als eigentlich Stahlos. Es bohrt seinen langen und schroffen Körper mit Drehbewegungen durchs Erdreich und nimmt dabei ununterbrochen Nahrung auf. Also auch Tonnen von Stein oder was. Ab in die PC. Ich weiß nicht, irgendwie die fressen mir alle hier ein bisschen zu viel. Das geht alles gar nicht klar. Darf ich um einen Kampf bitten? Das wird dieses Picknick sicherlich zu etwas ganz Besonderem machen. Oh, ja, nur weil ich das bin. Die kennt mich bestimmt aus dem Fernsehen. Die Sabine, die. Ein Staravir? Hier in der Höhle? Okay. Bedroher. Mann, ist aber so ein kleiner Vogel. Als ob man sich davon bedrohen lässt. Bestimmt bloß wegen seinem gemusterten Federkleid oder so. Interpretiert im Polen, wie es irgendwann übelst den Fressfeind. Obwohl es eigentlich eindeutig ist. Boah. Naja, Pokémon sind halt doch nur so ein bisschen sowas wie Tiere, ne? Lassen sich täuschen von Formen und Federn. Oh, ein Kinosso. Das nehme ich doch gerne. Alter, die Weiterentwicklung haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Nee, haben wir nicht. So,
das ist ja auf jeden Fall die Weiterentwicklung von Kikugi und zwar die Nachtform. Wenn es sich nachts entwickelt. Oh, ein Volltreffer. Ja, das hat jetzt aber nicht so viel abgezogen. Aber Initiative ist gesunken. Gut. Wachstum. Oh, ist jetzt die Initiative nicht wieder da? Dann nehmen wir Angriff. Und Spezialangriff. Okay. So, war jetzt Metallklaue doch stärker. Geil. Noch zwei Volltreffer hintereinander? Weil es gelobt werden will? Na gut. Bum, 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 bum. So, sorry Sabine, das war ein kurzes Picknick. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir Kämpfe nicht ernst nehmen. Lalala, lalala. Ja, wie auch immer. Nein, nein, nein! Okay, wir haben Georok und Onix gefangen. Ob sie noch was anderes gibt oder ob ich einfach Topschutz einsetze. Dim, dim, dim. Bam, bam. Obwohl, so ein Georok könnte auch viele Erfahrungspunkte bringen. Mann, ich weiß nicht. Ach, Knall Level 31. Ja, vielleicht, vielleicht. Okay, da ist eine. Da ist auch noch ein Item. Verdammt, okay, das war. Ich setz einen Schutz ein. Ja, wo war das nochmal? Hier, hier. Nee, halt. Da, nee, halt wo? Hier. Eisenkugel, ja. Nee, was war das nochmal? War doch hier. Haben wir keine Schütze mehr? Ich hab doch. Kugelmilch? Oder war das doch nicht hier? Ey, warum komme ich immer noch nicht klar mit den Gegebenheiten, wo das alles hier einsortiert ist? Das kann doch nicht so schwer sein. Nee, sind diese Kampf-Items, Bärentasche, Trainings-Items? Habe ich keinen Schutz mehr? Doch, das hat doch hier Dings erst gefunden. Kurz mal sortieren. Nach Kategorie. Ich sehe die jetzt einfach nicht, ne? Hier sind ja hier Pokebälle. Na, hier ist es doch denn. Kategorie. Habe ich keine. Hä, wo ist denn das jetzt? Ach, hier. Okay, gut. Super Schutz, alles klar. In der Trainingstasche. Naja. Hier müsste doch irgendwas sein hier am Ende hier in Onix. Das ist unmischt. Okay. Dann ist wenigstens der Weg an sich auch eher linear. Das ist doch gut. Komm schnell hier durch. Schnell, schnell, schnell. Zack. Ein Fluchtseil. Na, ja, wenn ich den Berg hier immer abgegangen bin, komme ich sowieso wieder am Eingang raus. Ich überlege echt noch, was hier der Sinn war von diesem Gebiet. Wer was noch rausfindet? Oder retten wir hier so ja irgendwen? Oh, erstmal abwärts. Okay, jetzt gibt es hier wieder zwei Wege. Oh! Ach Mensch, stimmt ja. Und du bist? Oh, Marcel, also. Ich heiße Urs. Urs? Ich bin ein Trainer und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass ich mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagen habe. Wieso hat er auch gemacht? Wenn du magst, können wir zusammen weitergehen. Die wilden Pokémon in dieser Gegend sind wirklich nicht zu unterschätzen. Yeah, du schließt dich Urs an. Cool. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Geil. Okay, wir haben jetzt Urs. Willst du einfach zurück? Na, dann warte ich eben hier auf dich. War nett, wenn du dich wieder entwickeln lassen würdest. Oh. Okay, nee, dann denke ich mal, dass der Weg nach rechts gehe, ist erstmal noch optional. Ne, hier den Weg dann gleich mal mitnehmen. Schutz wirklich mehr, der Nummer einsetzen. So, dann sieht doch gut aus. Ja, den Trainer nehme ich auch gleich mit, keine Sorge. Items, hm? Items, hm? Oder jetzt hier doch nochmal weiter? Oh Gott, wo ist denn hier überall hin? Ja, so Typi, was rennst du hier so rum, Typi, hä? Hummel in den Hintern? Hm, was? Der Held der Arbeiterklasse begrüßt euch! Mit seinem Schraubenschlüssel! Nelson! Okay, dann zeig, wo du kannst. Ein Onix. Ich hab inzwischen auch eins. Das findet mega cool. Los, Empoleon. Wasserdüse. Die Koppel. Ach, ich mach erstmal Metallklaue. Für den Fall, dass er robuster dann. Wärms. Weint er so. Ach, meine Sandkrabbe ist echt schon. Au! Ey, der hat meine Pokémon noch gar nicht geheilt. Obwohl die ganz kurz mit Urs im Team war. Der Sandkrabbe ist richtig fies. Ich glaube, ich kann doch nicht wechseln jetzt. Ach, Mann. Super effektiv. Oh, Scheiße.
Training ist gut, Training ist gut. Ein Georock, kann ich wechseln? Ja, doch, kann ich. Okay, gut. Toxicroak, los. Ich weiß, es ist wieder ein Boden-Pokémon. Aber ich mache kurzen Prozess mit Vacuum Wave. Toxicroak. Boah. Es ist so riesig und rund. Vakuumwelle. Prio-Angriff. Ja. Ich bräuchte noch irgendwie eine geilere Kampfattacke. Ich muss mal gucken. Eigentlich war ja Stärke nicht schlecht. Also die VM tatsächlich als ja, eine gute Kampfattacke. Der Held der Arbeiterklasse winkt zum Abschied. Ja, sorry, warum soll man verlieren können? Okay, wo bin ich hier? Wo geht's hier überall noch hin? Alter, Eisenschweif! Okay, das ist cool. Eisenschweif, danke, Mann. So, kommen Sie her, Sir. Sir, bitte, Sir. Hm? Was so? Ey, Mann, während ich hier die Aufzüge prüfe, kann ich auch gleich dich überprüfen, bitte überprüfen. Wieso? Wow, der Pierre hat nur ein Pokémon. Ist es ein Stalos? Das ist ein Georock. Na gut, kein Problem. So, Eisenschweif, ja, kann ich jetzt, glaube ich, nicht im Poleon beibringen. Weil vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber weil Eisenschweif klingt für mich jetzt nicht nach, ihr wisst schon, Empoleon spezifisch, weil ich glaube, Empoleon hat ja keinen Schweif. Der hat irgendwie eine etwas zu tief unten angesetzte Rückenflosse? Oder so eine Arschflosse? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Nee, hm. Könnte auch natürlich sein Schweif sein, aber ich glaube, der wäre doch noch ein bisschen weiter unten eigentlich. Ich weiß es nicht, Leute. Ist halt Empoleon. Sandsturm, na toll. Metallklaue. Hussab. Robustheit tot. Boing, boing, weiter so. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es dann erst weitergehen mit Urs. Kommt nur, dass ich den Raum hier nochmal fertig machen kann. 45, ey. Mit 43 für Toxi. Einfach zu stark. Alles in Butter, hab keine Probleme feststellen können. Ja, da hat er mich auch gründlich untersucht, ne? Muss man ja auch sagen. So, vielleicht ist er ja auch gleich dicht. Okay, ist wirklich, der Raum ist hier abgeschlossen. Ein Fläschchen Eisen. Sehr schön. Ich hab einfach Ei gedrückt, wie so ein Verrückter. Da wurde ja nicht angezeigt gerade. Na gut. So, Leute, ich gehe nochmal zurück zu Urs und würde da dann den Part beenden. Schön, dann wirkt das ja alle wirklich schon abgeschlossen. Alles auf einmal hier mitnehmen. Schutzattem wirklich mehr. Klar, dann nochmal einsetzen nochmal. So, Urs, ich bin ready für dich. Hallo, lass uns den Weg gemeinsam meistern, Marcel. Die Pokémon hier machen einen ziemlich unruhigen Eindruck auf mich. Urs angeschlossen, Mann. Ich will auch so eine Halskette haben wie er. So. Okay, dann heilen wir die Pokémon bitte. So, Leute, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit Leuchtende Perle und unserem neuen Kumpel Urs. Der hat echt ein cooles Outfit. Ich glaube, es ist auch wieder an ein Pokémon angelehnt. Cool, wa? Ciao!